One, two, three, four. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Ofku. Happy birthday to you. Ich wünsche der OVGU für die Zukunft, dass wir die jetzt erreichten guten Studentenzahlen halten können. Und ich wünsche mir, es wäre ganz wichtig, dass uns das Land auch zukünftig genügend Mittel zur Verfügung stellt, um ihr ein attraktives Lehr- und Forschungsangebot zu erhalten. OVGU, weil sie für mich für Wissen, Weltoffenheit und Toleranz steht und ich die Möglichkeit habe, dies mitzugestalten. Forschung und Wissenschaft wird an der OVGU sehr groß geschrieben, wie beispielsweise hier im Rheinraum der MEMS-Forschung. Hier wird die akademische Elite des Landes ausgebildet. Die forscht dann unter anderem an sogenannten Silizium-Wafern. Das Ganze natürlich an absoluten Hightech-Geräten. Ja, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Welche Forschungseinrichtungen in den letzten 20 Jahren OVGU aber noch so entstanden sind, das haben wir in einer kurzen dynamischen Magnetbandaufzeichnung nochmal zusammengestellt.
wünsche unserer Uni, dass sie immer so jung bleibt wie ihre Absolventen, auf die auch in Zukunft wichtige Aufgaben in unserem Land warten. Ich wünsche der UVGU, dass sie sich auch weiterhin zu einer national und international ausgerichteten Lehr- und Forschungseinrichtung etabliert und dass die Sportwissenschaften dabei sind. Dann wünsche ich der Universität, dass sie weiterhin wächst und sich profiliert und auch in 20 Jahren noch in Magdeburg 30.000 Studenten in der Universität sind und wir gemeinsam Stadtentwicklung und Uni-Entwicklung vorantreiben können, denn Stadt ohne Uni wird es nicht geben können. Wir stehen jetzt hier über den Dächern der Universität im Prinzip, über den Dächern Magdeburgs mit unserem Rektor, Professor Dr. Strackeljahn. Herr Strackeljahn, wenn Sie sich irgendwas wünschen dürften für die nächsten 20 Jahre Universität, was wäre das? Also neugierige, kreative Studierende und Mitarbeiter, die jeden Morgen mit Freude in die Uni kommen.